Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, Leute. Ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun. Rockt auf jeden Fall erstmal das Video, es wäre richtig ehrenvoll und vielleicht könnt ihr auch mal ein Abo da lassen. Und wir starten mal gleich mit dem Video. Ich bin gerade, also mindestens einmal oder jeden zweiten Monat, bin ich hier zu Gast bei meiner Familie in Nürnberg. Ja, für alle Berliner in Bayern. Ja, deswegen kommen hier auch manchmal Videos aus Nürnberg. Und ich habe euch ja schon Döner hier aus Nürnberg gezeigt. Aber was es noch nie hier gab, ist so einen richtigen Hackspieß in Nürnberg. Ja? Der Döner in Bayern wird meistens immer mit Putenfleisch gemacht. Und es gibt eigentlich immer nur so eine Cocktailsoße, ja? Oder so eine, genau, so eine Art von Mayonnaise-Soße. Es gibt nie diese Hot-Sauce, diese scharfe Soße, die rote Soße, die ich extrem in Berlin immer feiere. Und halt, wie gesagt, keinen Hackspieß. Und jetzt hat hier ein Dönerladen aufgemacht, der heißt Berliner Döner. Ja, Berliner Döner. Und hier soll es, ich war noch niemals dort gewesen, einen Döner geben, der so wie in Berlin schmecken soll. So ein Berliner Döner in Bayern. Kannst du was geben? Macht es den Namen wirklich gerecht? Kann man den Namen Berliner Döner verwenden? Natürlich, wenn er gut schmeckt. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns nicht so lange abwarten jetzt. Lasst uns da mal hinfahren und uns den Döner mal anschauen und auschecken, ob er wirklich so wie ein Berliner Döner schmeckt. Und wir starten natürlich dann nächste Woche wieder schon mal für Anfang an die Videos aus Berlin. Deswegen schreibt schon mal gerne mal rein, welchen Döner wir nächste Woche in Berlin testen sollen. Neukölln, Wedding, wir fahren überall hin. Gerne mal in die Kommis und wir fahren dann hin. Also ich würde sagen, let's go. Also Leute, wir sind angekommen, mitten hier auf der Straße und ihr seht das schon, Berliner Döner, ja? Lass uns irgendwie rüberkommen. Und wenn der Name schon Berliner Döner heißt, ja, also da müssen wir den auf jeden Fall testen, weil für mich persönlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist der beste Döner, okay, ich gebe es auf jeden Fall ab, auf jeden Fall der Berliner Döner, ja, also zumindest in ganz Deutschland, ja, allein wegen den Soßen und wegen diesem Hackspieß. Mir persönlich schmeckt der, ich weiß, viele Leute schmeckt der nicht, aber der Hackspieß ist halt das Nonplusultra. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und lassen uns überraschen, ob er wirklich so gut ist, ja, wie viele hier auch in die Kommentare geschrieben haben. Ich frage mich ja immer in TikTok, welche Döner wir als nächstes ausprobieren sollen, ja? Also Leute, hier ist er schon mal und ich bin echt gespannt, ja, weil ich komme hier ursprünglich aus Nürnberg, wie ihr auch sehen könnt, FCN, und da ist auf jeden Fall schon mal der Spieß hier. Der Spieß schaut auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. Ich würde sagen, komm, wir gehen einfach mal rein, ja, und schauen einfach mal, was uns erwartet, ja? Also Leute, ich nehme schon mal den Spieß drauf. Servus, du bist der Besitzer, ne? Ja. Schön, dich kennenzulernen. Und ihr habt hier Berliner Döner. Ja. Ich komme gerade von Berlin auch. Ja, also ich wohne jetzt in Berlin. Ich wohne in Berlin, aber ich komme ursprünglich aus Nürnberg. Ja? Sehr gerne. Und ich habe mich immer gefragt, in Nürnberg immer nur mit, also der Döner wird ja höchstens meistens hier mit Putenfleisch gemacht. Ja. Ja? Und auch die Soßen. Ihr habt ja auch eine scharfe Soße wahrscheinlich da, so ja, eine Hot Sauce, ne? Okay. Heute ich gehe ganz, sorry, okay. Knoblauchsoße. Wow. Aus Berlin. Kräuter. Boah, das ist heftig. Knoblauch. Wir haben Salat mit Granatapfel, Radieschen, Cherry, Tomaten. Boah, ich bin echt gespannt, weil das war so gewesen, immer wo ich in Berlin auch damals im Urlaub war. Ich habe den Döner einfach sowas von gefeiert. Und in Nürnberg, allein es gibt ja auch kein Fladenbrot im Endeffekt. Ja? Wir haben auch Fladenbrot und kein Fleisch. Kein Fleisch, okay. Chicken. Ah, ihr habt auch den Gemüsedöner habt ihr auch hier. Okay. Und das ist ein ganz normaler Hackspieß, ne? Ja. Krass, okay. Bei Hackspieß habe ich noch nie in Nürnberg gesehen. Halt. Ich sage, glaube ich, wirklich die ersten, die sowas haben. Heftig. So. Schaut auf jeden Fall gut aus. Wir haben auch beste Falafel. Beste Falafel? Beste Falafel. Wow, wow, wow. Okay. Schaut auf jeden Fall schon mal. Also der Laden schaut auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. Natürlich Rechtsgericht nicht vergessen. Und auch, wow, wow, wow. Sehr, sehr nice hier. Vom Chef persönlich. Und genau, da macht ihr auch das Brot, okay? Sehr, 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 sehr nice. Wie lange habt ihr schon offen? Seit zwei Monaten. Ja. Weil viele Leute, ich mache auch TikToks und sowas, die haben mir immer reingeschrieben. Ich mache jetzt auch einen TikTok daraus dann später. Die haben gesagt, hier schau mal, Berliner Döner in Nürnberg, ja? Schau dir den mal an. Ich würde sagen, wir testen mal, wie immer, so wie auch den Döner in meinem Berlin esse, den Hackspieß. Boah, schaut auf jeden Fall schon mal geil aus. Lass mal probieren. Die macht ihr auch selber? Alles? Ich mache alles selber. Alles selber? Ja. Höchstpersönlich vom Chef hier, ja?
Das Geile ist, ich habe dir gestern einfach, ich habe mal ein Like da lassen. Ich hätte sowieso vorbeigeschaut und hast du mich gleich angeschrieben. Sehr, sehr geil. Erstmal hier die Falafel. Okay, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil auf der Hummus. Ja. Boah, also wir waren ja eigentlich wegen dem Döner hier, aber den Falafel kann man auf jeden Fall wirklich auch essen, ne? Also ihr seht ja, es, Nürnberg wird auf jeden Fall alles. Also ich glaube, das könnte echt in Nürnberg, also in Bayern, dass der Döner nicht so ist, das könnte echt was werden, muss ich sagen, ja? Boah. Ich hätte gern Döner, nur mit der Hot Sauce, wenn es geht, ja? Nur mit der scharfen Soße. Ihr macht es auch wirklich krass. Also das schaut schon mal 1 zu 1 wie Berlin aus, ja? Weil viele Leute nehmen immer den Namen Berliner Döner und zum Beispiel ich war auch in Mexiko gewesen. Boah, sehr, sehr geil. Und da haben Leute auch einen Namen gemacht, Berliner Döner. Ja. Und es war 1 zu 1 kein Berliner Döner, weißt du? Und wenn man den Namen halt schon verwendet, Berliner Döner, dann sollte er auch mit der Berliner Döner sein. Ja. Alles drauf, Salat? Außer Rotkohl, sonst alles, ja? Boah, ist sehr, sehr nice. Und du kommst auch aus Berlin, oder was? Ich und meine Partner. Okay. Aus Leipzig. Aus Leipzig. Ja, Leipzig ist der Döner ja auch so ähnlich, ne? Ist ja fast Berlin, war es ja fast aus Berlin. Scharfe. Haben wir auch Berliner hier, oder? So, ein bisschen scharf. Kannst ein bisschen scharf machen, ja? Boah, sehr, sehr geil. Schaut mal. Ja, perfekt drauf. Perfekt drauf. Wow, 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 wow. Also ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ja? Also, allein schon von, wie er aussieht, ist auf jeden Fall schon mal eine 10 von 10. Das ist nur von der Aussicht her, ne? Nicht, dass du noch den Döner mit der Liebe überholst hier von deinem Shop-Programm, ja? Das ist keine Liebe, das ist mit Herz. Ist mit Herz, ja? Du solltest mal TikTok starten, ja? Ja. Musst du mir überlegen. Boah, sehr, sehr geil. Ich bin echt gespannt. Oh. Wow, 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 wow. Moment. Also. Noch Granatapfel dazu. Granatapfel auch? Boah, das habe ich ja noch nie gehört. Granatapfel auch. Okay, ich würde sagen, ich teste den jetzt mal. Okay. Die Falafel ist auch übrigens sehr geil, die packe ich auch mal gleich hin. Die Falafel ist sehr, sehr geil, ja? Gerne. Muss man sagen. Okay, ich nehme noch ein Getränk raus und dann schauen wir mal, wie der Döner schmeckt, ja? Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr gespannt. Also vom, allein wie er aussieht, das muss man schon mal sagen, boah, richtig geil. Wie sehr ich meine, ja? Gerne aus Berlin. Ich schaue mal, wo die Leute mir in TikTok was reinschreiben und ich will mal Dönerlin austesten, wo noch nicht so viele Leute sind, weißt du? Und jetzt mal zum Dönertest. Also, das Brot war auf jeden Fall frisch gewesen. Man hat auf jeden Fall geschmeckt, dass es frisch aus der Bäckerei kam. Jetzt mal zum Fleisch. Das Fleisch war auf jeden Fall außen knusprig gewesen und innen auf jeden Fall saftig. Also echt wie ein Original Berliner Hackspieß, wie man ihn kennt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und zu der Soße. Die Soße mag ich ja, wie ihr wisst, sehr scharf. Also ich esse wirklich nur die scharfe Soße. Sie hätte meiner Meinung nach noch ein bisschen schärfer sein können. Nichtsdestotrotz hatten wir aber das Chili drauf gepackt. Deswegen war es auch scharf gewesen. Und das Nonplusultra war wirklich dieser Granatapfel. Das hat es mir irgendwie extrem angetan. Wir sehen uns nochmal am Ende zum Gesamtfazit. Also von der Größe her ist es auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und man muss sagen, es ist wirklich ein Berliner Döner, den man hier in Bayern essen kann, was wirklich schwer zu finden ist. Ja? Süßlichen Geschmack noch, das ist auch sehr, sehr geil. Also ich bin wirklich überrascht. Es ist jetzt wirklich, als würde ich einen Döner in Berlin halt essen. Ne? Das Fleisch wird exklusiv aus Berlin hergebracht und das schmeckt man wirklich, also zumindest der Hackspieß, ja. Ich bin ja echt ein Freund von den Hackspieß und es wird exklusiv, ich habe nochmal mit dem Chef vorhin geredet, aus Berlin hergebracht. Das ist schon echt extrem heftig, muss man sagen, ne? Dass es einfach mal aus Berlin hergebracht wird. Und der andere Spieß, der Gemüsespieß, wird auch aus Berlin hergebracht. Der steht ja nochmal drin mit Tomaten und Paprika schon mit drin, das auch nicht so oft in Berlin gibt. Also richtig heftig, dass die einfach mal das Fleisch von Berlin hierher gebracht bekommen. Ne? Ich danke dir vielmals. War sehr, sehr lecker. Kommt auf jeden Fall wirklich an Berlin ran, muss man sagen. Ne? Also man merkt, dass der Hackspieß aus Berlin halt kommt. Ne? Die Falafel war auch sehr, sehr lecker gewesen. Wenn ich mal das nächste wieder in Nürnberg bin, würde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Ne? Nochmal ganz kurz den Spieß, wenn ich mal hinter die Theke kann. Boah, sehr, sehr geil. Und da hast du Paprika mit alles drin, ne? Alles drin.
Paprika. Paprika, Zucchini, Aubergine. Habe ich eigentlich auch noch nicht. Muss ich vielleicht auch mal probieren, das Fleisch, ja? Aber ich bin halt ein Freund von diesen Hackspieß halt, ja, ne? Und du passt auch gut aufs Logo drauf, ja? Okay, ich danke euch vielmals, Jungs. Ciao, ciao, ciao. Sehr lecker gewesen. Nochmal der Meister hier vorne drauf, dass ihr hier einen Döner hinbekommt in Nürnberg, weil ich bin gebürtiger Nürnberger. Viele schauen ja auch Berliner zu, ja, und ihr seid auf jeden Fall den Namen, ja, könnt ihr verwenden, Berliner Döner, weil viele sagen immer, ey, Berliner Döner, so, weißt du, kann man den hier in Bayern auch verwenden, aber man kann ihn verwenden, deswegen, wenn ihr auch aus Berlin mal da seid, gerade waren auch zwei Berliner hier mit Bier. Ey, habt ihr auch Berliner Kinder da, weißt du? Ich wollte ja nicht aufnehmen so. Und die sind hierher gekommen, ist krass, ne? Und ich habe dir auch ein bisschen zugehört, haben gesagt, ja, der kommt wirklich sehr nah und das mit dem Granatapfel ist natürlich sehr, sehr geil bei euch. Ja, Granatapfel. Genau, Zitrone gibt es auch in Berlin. Also deswegen, ihr seid den Namen auf jeden Fall die Ehre wert, ja, hier in Bayern. Ich dachte jetzt gerade so, hey, ich bin in Neukölln oder Wedding oder sowas halt, ne? Deswegen, wir nehmen mal den reichsten Bayern in Fliemwold. Ja, und einfach mal den Berlin Vibe genießen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei meinem Laden vorbei. Ne? Dürrenhofer Straße. Dürrenhofer Straße. In 49. 49. Ja. Kein Problem, die Leute werden es finden. Ich habe es auch gefunden. Nee, war auf jeden Fall sehr lecker gewesen. Gerne. Und war ein Besuch wert. Ja. Schaut mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ja Leute, jetzt nochmal zum Gesamtfazit. Also es ist wirklich ein Berliner Döner. Ich habe nochmal mit dem Chef gesprochen. Das Fleisch lässt der wirklich extra, also den Hackspieß, ja, aus Berlin und auch den Gemüsedöner von Berlin hier anliefern. Ja, es ist aus einer Produktion, aus einer Berliner Produktion. Und deswegen das Fleisch ist wirklich 1:1 wie diese Hackspieße in Berlin. Ich persönlich feiere halt mehr wirklich die Hackspieße, weil es sowas in Bayern nicht gegeben hat. Ich wohne zwar in Berlin, aber ich habe das immer sowas von vermisst, wo ich hier in Bayern war, diese Berliner Döner so. Und deswegen, wenn ihr hier aus Bayern seid, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Und was es noch zu sagen gibt, was richtig geil ist, zum ersten Mal in Nürnberg, zum ersten Mal überhaupt in Bayern, ja, es gibt immer nur diese Mayo-Soße, diese Cocktailsoße, jedes Mal Cocktailsoße. Und hier gibt es halt auch diese Hot Sauce. Das ist wirklich sehr, sehr geil und drin ist auch schön laute Musik. Bisschen so wie Rührheim-Döner, das ist auch mal laute Musik, also wie beim Gemüsedöner. Deswegen auf jeden Fall war ein geiler Döner gewesen. Was man halt richtig rausgeschmeckt hat, war die Zitrone. Ja, das hat doch mal so einen leichten Touch gemacht, wie auf den Tacos, die Limette. Und der Granatapfel, was ich wirklich sehr, sehr lecker fand. Der Granatapfel war auch sehr, sehr geil gewesen. Ja, das hat nochmal so das i-Tüpfelchen ausgemacht. Der Granatapfel, das wirklich sehr, sehr geil war. Genau, und die Soße war jetzt nicht so scharf gewesen. Es war eher so süßlicher Soße, ne? Die sind wirklich auch überall anders. Das ist auch wie in Berlin im Endeffekt. Die sind wirklich überall anders. Also das ist wirklich so ein Berliner Döner, Standarddöner, wie man ihn aus Berlin kennt, könnte jetzt hier auch in Bayern essen. Deswegen wollte ich vorbeischauen, ob es wirklich stimmt oder ob jetzt jemand da ist, der irgendwie einen Dönerladen aufgemacht hat, der nicht so ist. Und die Musik, also ist, man denkt echt wirklich, man ist in Berlin so, ne? Also, Test auf jeden Fall bestanden, Leute. Alter, irgendwie vergessen mich zu verabschieden. Das kommt jetzt. Peace, wir sehen uns wieder in 2 Tagen. Haut rein.